Das, ich meine, da wird eben solches Schlimmes gemacht und was sie natürlich immer tun, auf Russland. Ja, das wollten wir auch noch. Immer auf den Putin, Putin. ja. Und ich muss ehrlich, ich habe da tatsächlich auch mitgehört. Ich habe in Deutschland diverse gehört, also von der Euro, der Juncker und die höre ich, was sie reden. Ich höre, was der Putin sagt. Ich hätte das Gedächtnis, wo er hat. Ich habe ihn gehört und was er spricht, das ist einfach klar, einfach. Und er tut nicht, ja, jetzt hat er mal über die Merkel gesagt, oh, nein, über den Erdogan, ob Allah ihm ein bisschen weggenommen hat vom Hirn. Aber er tut nicht auf andere schimpfen oder als Bösewichte hinstellen. Aber wenn ich den Obama höre, da wird nur, der ist böse, der ist böse. Und ich muss nochmal sagen, Europa kann nur, so wie ich es von oben erhalte, könnte nur Erfolg haben, was jetzt kommt, der erschreckte für ein paar Deutsche, wenn sie mit Russland. Noch ist Putin wäre bereit, eine Gemeinsamkeit mit uns machen, nicht so wie die Amerikaner, eine Gemeinsamkeit mit uns zu machen, dann wären wir eine Macht, Europa und Russland, wo Amerika verlieren würde. Und also das, ich glaube, der große, große, da hast du völlig recht, wenn du eben Figuren wie Obama und wir können den Bush gleich dazu nehmen auf der einen Seite und Putin auf der anderen Seite, allein in der Bilanz, wie viele Länder Bush und Obama überfallen haben, Ja. ständig überfallen, Kaputt macht. unverändert, Blattbomben, Drohneneinsätze. Da ist ja, das kriegen wir ja schon in den Medien gar nicht mehr mit, wird mal eben wieder im Jemen kurz aufgeräumt von den Amerikanern. Da ist ja ein Putin, der irgendwann einmal die Reißleine in Georgien gezogen hat und auch die Reißleine auf der Krim ziehen musste, weil doch die Menschen einfach wiederum vom Westen Die Oligarchen bedrängt. meinen Sie, Ja, ja. oder meinst du? Ich sag mal, da musste er einfach dann für seine russischen Landsleute etwas tun. Aber das Blutbad, das Bush und Obama angerichtet haben, davon ist Putin meilenweit entfernt. Also Genau. da haben wir einen riesen Unterschied. Und das ist deswegen aus meiner Sicht wichtig, wenn du sagst, es wäre gut, wenn Russland und Deutschland oder Russland und Europa, aber letztendlich geht es zentral um Deutschland, zusammenarbeiten würden, ist das eine Friedensmacht. Das ist nicht eine Macht, die hier und da und da und da überall Krieg führen will, sondern es ist eine Friedensmacht, die für die Menschen was machen möchte, die riesigen Ressourcen und Bodenschätze der Russen nutzt, den deutschen Erfindergeist nutzt, aber nicht um Krieg zu führen. Natürlich, jetzt geht ja die NATO mit vielen Militärkriegsmaschinen immer näher an Russland, obwohl man ja unterschrieben hat, dass man das nicht tut. Man hat es leider nur Ja. versprochen. Und Ja, Putin ja. und die Raketen oder wie das heißt da alles, das ist ja in Deutschland, nicht in Amerika. Und wenn jetzt Putin ist doch ein Bär, wenn man ihn, wenn er auch schmächtig ist, aber wenn man ihn jetzt gegen die Wand drückt, den Bär, dann schlägt er zu. Und wo schlägt er zu? Dort, wo die Raketen. Ja, klar. Und sein Material, so wie ich bekommen habe von oben, ist viel gefährlicher, als wir glauben. Hat die besten Wissenschaftler geholt, aber nur um sich zu wehren. Ja. Ich denke, Putin hat 80% im Volk für sich noch. 80% der Russen sind für ihn. Und das schaue ich jetzt nicht in der Stadt, wo man Geld verdient damit. Ich schaue in die Dörfer hinein. Ja, Die ja, Armen, die Mütter, die beten für ihn und die alten Weiblein und alles. Ja, das zeigt mir, aber das habe ich noch nicht. Welcher Staatsmann hat 80% hinter sich?
Es ist vor allen Dingen ein Punkt, der an dem, was du sagst, ganz, ganz entscheidend ist, wenn in Moskau statt eines Putins und eines Medvedev Figuren, wie wir sie in den USA haben, oder wie dort in den USA kandidieren, ob das bei der vorigen Wahl McCain war oder Clinton oder wen auch immer. Bei Trump weiß man nicht, wohin der überhaupt tickt, wenn man ihn sich anschaut. Hätten wir längst den Dritten Weltkrieg. Also dieser mäßigende Einfluss eines wirklichen Staatsmannes, das haben wir können wir an den Personen festmachen, die im Kreml das Sagen haben. Also sonst, und du hast völlig recht. Wir haben hier die Atomwaffen der Amis liegen. Wohin sollen sich denn eine russische Armee wenden, wenn sie verhindern will, dass diese direkt vor der Haustüre liegenden Waffen in Rammstein und anderen Ecken eingesetzt werden? Die müssen vernichtet werden, so schnell wie es nur irgend geht. Völlig klar. Ich höre natürlich sehr oft im Internet von den Prophezeiungen, Irrmeier und wie die alle heißen. Ja. Prophezeiungen, hat mir Gott gelehrt, müssen nicht eintreffen. Die sind da, die könnten eintreffen und sie sind, dass man sich könnte, wie sagt man, also es ist eine korrigieren. Warnung. Ja. Es ist eine Warnung, es ist nicht quasi alternativlos, wie eine berühmte Kanzlerin sagt. Es muss nicht so sein. Natürlich, jetzt sage ich wiederum, jetzt ich bin Bischof. Und ich gehe nach seiner Lehre, das ist, jedem steht frei, was er glaubt. Ja. Gott zwingt nicht. Aber Gott hat, man sagt, viele haben mir geschrieben, was ist denn mit Gott? Der soll lieb sein und soll das alles sein. Und schaut einmal, wie die armen Länder niedergeschlagen werden. Wo ist denn Gott? Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Als Gott von meiner Sicht aus gesagt hat, bei Adam, da sagte er, schau, das alles habe ich gemacht, ich schenke es dir, regiere es weise, nicht macht es, aber untertan, regiere es weise. Und er hat die Freiheit des Menschen, achtet er, ich gab ehrlich zu, manchmal mehr, als ich es eigentlich wollte. Er achtet so sehr auf die Freiheit vom Menschen. Ich passe mal im Moment. Jetzt komme ich in Ärger und da will ich. In Ärger kommen wir mit Klartext sowieso, aber das ist auch nicht weiter schlimm. Denn das ist ja auch das Besondere, deswegen bist du auch hier, dass du eben in dieser Einschätzung der politischen Trends, ob das die gesellschaftlichen sind, ob das die Trends in der Außenpolitik sind, ob das das Einwandererthema ist, ob das USA und NATO und deren unsägliches Wirken ist, eben Klartext redest. Und das ist man heute, und deswegen danke ich dir auch für deine Arbeit, aus einem bischöflichen Mund überhaupt nicht mehr gewöhnt. Egal ob katholisch, ob vielleicht noch ein bisschen orthodox, aber vielleicht russisch-orthodox, kenne ich mich nicht gut genug aus, aber aus evangelischem oder katholischem Mund kriegt man solche Aussagen, solchen Klartext heute nicht mehr. Das ist die traurige Wahrheit. Ich weiß, und ich war ja selber 2 Jahre in Rom, im Vatikan, als Gardist. Als Gardist, ja. Als Gardist. Ja. Ich habe vieles gesehen. Ich kann nicht so sehr bei den Päpsten, ja, manchmal wäre ich froh, sie würden ein bisschen klar reden, aber es ist einfach, als Schweizer sage ich, es ist einfach eine Sauerei. Das geht. Ich glaube, wir sind jetzt vom Thema ein bisschen weggekommen. Ich wollte so gern, dass eigentlich alles wieder in Ordnung kommt, dass die Kirche wieder vom Heiligen Geist getrieben wird und nicht von rundherum und allem herum. Wir haben ja die Überschrift gehabt, und damit schließen wir das letztendlich auch, kommen wir wieder zum Anfang zurück, dass all diese, du sagst, vom Heiligen Geist,
getrieben und inspiriert werden. Man hat ja bei bestimmten Kreisen wirklich und bei bestimmten Ergebnissen auch von Politik den sehr starken Eindruck, dass genau das Gegenteil des Heiligen Geistes hier wirkt. Und das auch mal klar auszusprechen, ist auch etwas, was heutzutage auch eher selten ist und verdienstvoll, wenn man es tut. Ich denke, ich habe nur Volksschule besucht. Und man bekommt aber, ja gut, ich sage ja Werkzeug Gottes von mir. Ich weiß, es ist hoch gesprochen. Aber nein, weil ich es eben sonst nicht könnte. Es ist besser, wenn Gott ein Werkzeug hat, das nicht geschult oder nicht Theologie und das alles studiert hat. Verbildet wurde. Ja, ja. Verbildet wurde. Ja, genau. Ja, und da sehe ich halt Dinge in der Kirche. Ich war ja selber unten. Ich war etwas über 2 Jahre in der Schweiz, päpstlichen Schweizergarde. Und ich habe da einiges gesehen, vieles gesehen. Ich habe da schon gesehen, dass es Pädophile oder homosexuelle Bischöfe und Monsignore gibt. Mhm. Und weil ich einer bin, der zuerst prüft, bevor ich da etwas sage, bin ich selber, wenn ich dann ausschweife, nur sage, ich habe erlebt, bin dann selber, habe mich erkundigt und da gibt es ein Circo Massimo, das ist dort, wo die Ben-Hur gedreht haben. Dort gibt es ein Bienenwäldchen. Ja, ja, hast du erzählt. Und ich habe gehört, da draußen bin ich hingegangen. Und derzeit kommen da 4, 5 Vatikanweg-Autos. Und dann steigen die Chauffeure aus und suchen sich. Und das habe ich auch miterlebt, selber. Und machen konnte ich ja nichts, aber ich wollte es wissen. Und das habe ich heute noch. Dass ich halt nachschaue, was ist dran. Und es ist tatsächlich, es ist traurig, was da geht. Ja. Ich sage ein ganz herzliches Dankeschön für auch das, was, als ich deine Predigt im Netz mir angehört habe und den Klartext, der da in dem politischen Bereich formuliert wurde, gedacht, das ist etwas, was in der Tat sehr selten ist und dieses authentische Zusammenfallen deiner Werte, deines Glaubens mit den politischen Aussagen ist das, was ich als sehr besonders und bemerkenswert empfunden habe und auch jetzt bestätigt bekomme. Und dafür sage ich ein herzliches Dankeschön. Gerne geschehen. Liebe Zuschauer, wir blenden die Internetadressen www.neuchristen.com und www.schwert-bischof.com ein. Dann will ich auf Publikationen hinweisen, Predigten des Schwertbischofs auf der einen Seite und dann die göttliche Gebrauchsanweisung, eine kleine Broschüre und eine weitere Publikation im Namen des dreifaltigen Gottes. Publikationen, die sich und Schriften, die sich unterscheiden von dem, was ihr sonst von kirchlichen Seiten und Kreisen gewohnt seid, an Klarheit und an Klartext und auch an Mut. Und das ist das Besondere an meinem Gesprächspartner und ich bin froh, dass er hier gewesen ist. In diesem Sinne, wie immer, ein herzliches Dankeschön für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.